Hi, gute Leute, willkommen zurück auf der Gemeinderat am Mittwoch. Am Mittwoch. Das heißt so viel wie, wir haben die Mitte der Woche. Was ja nicht schlecht ist. Neue Feiertag, gell? Genau. Ich war beim Gras schwaden und einsammeln. Genau. Es ist jetzt leider immer noch dunkel. Ja, das war jetzt nicht zu vermeiden. Oder ist nicht zu vermeiden, weil wir haben jetzt nicht wegen dem Gras heimfahren oder sonst was, sondern wegen dem Unkraut, was ich ja gerade am Striegeln bin. Und wenn ich das jetzt nicht mache, habe ich ein Problem, dann kriege ich, wenn ich das jetzt die Nacht überspringe, wisst ihr alles genauso gut wie ich. Ist das Unkraut so weit oder so groß gewachsen, dass wir es mit dem Striegeln nicht mehr bekämpfen können, also müssen wir jetzt einfach hier durch. Also muss es dunkel, im Dunkeln gut zum Munkeln, ne? Gut, okay, also. Fahren wir mal weiterhin Gras in die Grastrocknung. So, jetzt warum der jetzt so rumzugelt, ich kann es euch nicht sagen. Lässt es noch, ja. Der muss sich erstmal wieder warm fahren. Ja, ich war schon jetzt ein paar Tage nicht mehr auf der Karte. Vielleicht auch, weil es dunkel ist, ich weiß nicht, weil ich jetzt anders rechnen muss, mein lieber Gott. Ja, es ist noch früh am Tag für mich. Ich nehme heute tatsächlich am gleichen Tag auf, also deswegen nicht wundern, wenn meine Stimme wieder ein bisschen komisch klingt, so von wegen eingeschlafen und sowas. Ich kotze, das ist alles so eng hier, du. Jetzt habe ich schon so ein kleines Schudemager und trotz allem bleibt mir da in der Ecke hängen, du, gell? Schlimm. Na, alle. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Gras in diese Grastrocknung reinpasst, bevor es getrocknet ist. Das werden wir alles feststellen, weil da kommt ein bisschen was zusammen. Wenn ich jetzt sehe, das sind schon wieder 35.000, das ist ja der zweite Anhänger schon, den ich da reinkipp. Oh, da liegt ein Silageballen im Weg. Wer macht denn sowas? Darf nicht wahr sein, du. Ich muss das Gelände noch ein bisschen anpassen. Das habe ich jetzt gar nicht beim Platzieren der Grastrocknung gar nicht festgestellt. Gar nicht gemerkt, dass das so Dach dann doch so viel höher platziert wird. So, mach's gut, Gras. So, und weiter geht's. Wieder zurück zum Gras zur Wiese. Warum in Gottes Namen ruckelst du so? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Zu warm kann der Rechner nicht sein. Der ist eben gerade angeschmissen worden. Im Hintergrund läuft auch eigentlich nichts. Glaube ich, behaupte ich mal ganz frech. Also normalerweise, ja. So, wer ist das? 6350, das ist mein Schwadefahrer. Den schicken wir dann, wenn wir angekommen sind, direkt zum Hof zurück. Der hat dann erstmal wieder nichts zu tun, glaube ich. Lalalalala. Mein Gott. Es hat auch noch Zuckungen. Ja, und du parkst jetzt hier, weil dein Traktor steht, ne? Du bist auch blöd. Ja, hör auf zu Hupe. Also, das nervt dir schon ein bisschen, ne? Muss ich feststellen. So, wo müssen wir ansetzen? Ich glaube, da vorne waren wir am zuletzt. Genau da. Also das Gras einsammeln, das lasse ich die CP machen. Da habe ich jetzt keine Geduld dafür. So. Ihr seht, ne? Es wird gestriegelt.
Vor allem mal drauf achten oder mal gucken jetzt, was der jetzt machen kann, ob der jetzt tatsächlich Pause hat bis am nächsten Tag oder ob wir mit dem was anderes anstellen müssen. Aber ich glaube, der hat jetzt erstmal Pause, bis wieder hell wird. Eieiei. Sieht man so schlecht durch die Spiegel und den ganzen Müll. So. Ich bin mal gespannt, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir so viele Kühe versorgen müssen, dass wir mit Stroh, Heu und Silage nicht mehr nachkommen. So. Da bin ich mal gespannt, du, ne? Wie ein Flitzerbogen. So, jetzt ist wieder das Problem, ne? Mit dem mitlenkenden Schwade. Ich könnte Glück haben, dass man es beim ersten Versuch wegspringen, das Ding. Ah, ich habe die Idee, ich fahre jetzt noch ein bisschen Silage an die Radeenergie, so heißt's. Ich drehe durch, hä? Hat das ganz gut funktioniert mit dem Reinfahren hier. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Sogar voll. Sehr gut. Muss entladen werden. Ah, das ist unser Gras. Das machen wir gleich. So, den schicke ich jetzt erstmal zur Rade Energy. Und mich. Achso, Quatsch mit dem. Ach, nee. Stopp. Es geht mit dem nicht. Ich komme mit dem John Deere rückwärts nicht die Rampe hoch bei der Radeenergie. Haben wir doch gelernt, Mensch. Ich hab's nur vergessen. Ich hab schon Optum gebracht. Was mach ich? Mit dem Optum fahre ich gerade das Gras sammeln, gell? Vielleicht, wenn ich das Gras hier abkipp, könnten wir hier die Traktoren tauschen. Das ist vielleicht eine Option. That's an option, ne? Option. Ich hatte irgendwo noch ein Frontgewisch, oder? Da brauche ich den Agri-Bumper momentan nicht dran, oder? Ah komm, dann machen wir halt dran. Besser ist das, du. So. Der ist voll und der ist fertig. So, wir gerade mal gucken, was der noch machen könnte. Unkraut, wo haben wir Unkraut noch? Auf der 6 und auf der 40, super. Also haben wir noch ein bisschen was zu machen. Ja. Oh, pfui, Teufel, war ein bisschen nah, hä? So.
Ja, kann man eigentlich, denke ich mal, passt da ganz gut, ne? F6, striegeln 15 Meter. Er wird schmell, wenn er nicht mehr kann. So, du bist voll. Ah, Mann. Mann, du, Mann, du, Mann, du. Wo stehen wir denn? Wenn ich so rumdrehe. Ja, wie gesagt, es geht eigentlich jetzt erstmal nur ums. Striegeln. Wenn das alles gemacht ist, können wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne die Nacht überspringen. Wäre mir auch sehr recht. Aber eins weiß ich, entweder wenn man jetzt mehr Felder hätte, weil das, und gut, das Ziel, was ich hier habe, wisst ihr ja, sind ja, dass wir so viele oder alle Kuhweiden kaufen und auch befüllen mit Kühen natürlich, ja. Das ist so meine Absicht. Und ui, das war eng. Was wollte ich jetzt damit sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Hä? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, ich war abgelenkt kurz, Entschuldigung. Egal. Da war es entweder nicht wichtig oder es war gelogen, sagt man. Achso, das wollte ich sagen, genau. Wenn man dann noch viel mehr Felder hat, boah, dann muss man entweder einen zweiten Striegel kaufen oder man muss halt den sauren Apfel beißen und muss halt alternativ zum Striegel noch eine Feldspritze holen, dass man auch, wenn es weiter vorangeschritten ist, mit dem Wachstum noch Unkraut bekämpfen kann, sonst haben wir irgendwann weniger Ertrag. So, mal kurz die Zugmaschine geswitcht. So, weil Gras sammeln konnte Johnny auch. Ui, das war ne, nicht so toll. So. So, und weiter geht's. Also ich gehe mal stark davon aus, dass die morgige Feiertagsfolge morgen früh auch noch zumindest einen Moment lang in der Dunkelheit stattfindet, weil ja nach dem Feld 6 das Feld 40 noch gestriegelt werden muss. Und es leidet nicht an mir, das leidet am Helfer, der könnte ruhig ein bisschen schneller machen. Dann ist es halt dunkel, Mensch. Gibt es auch einen Film, Der Geist und die Dunkelheit. Ja. Fahren wir jetzt mal ganz neugierig schauen, wo denn der aufgehört hat, wo der fertig war mit dem Sammeln.
jetzt mal kurz rausspringen. Irgendwie stand der so hoch zu, oder? Ne, der war, genau, der war da vorne so. Da so, so, do so, do so, hä? Hier war er noch nicht. Aber hier die Bahn hat er schon, also müssen wir die nächste fahren, okay. Sieht mal so aus, als ob ich recht hätte, ausnahmsweise. Kommt jetzt oft vor. Nee, da bis die nächste. Oh was. Gut, liebe Leute, dann will ich euch nicht länger, verrückt machen mit der blöden Gras-Anfangs-Dingsbums-Suche hier. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, für eure Geduld, für die Daumen, die Kommentare, für alles Mögliche. Vielen lieben Dank und was? Mach. Moment. Was hast du für ein Problem? Achso, okay, danke. Jo, ich danke euch, macht's gut. Bis morgen früh. Ja, also, tschüssi. Eine Linie wegmache hier. Danke, so, super. Alles klar, macht's gut, tschüss.